Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von The Crew 2. Ja, wir sind hier in unserem Hauptquartier, das wie immer wunderschön ist. Und hier steht unser AMG GT3. Das Ding ist mal richtig geil. Aber ich würde sagen, wir wechseln das Ganze jetzt mal auf ein Street Auto und zwar auf unseren wunderschönen Porsche. Denn den Porsche müssen wir noch ein bisschen weiter trimmen. Der ist jetzt zwar aktuell schon der stärkste hier im Bunde, aber erstens einmal müssen wir den neu anpassen. Denn die Verzierung, die passt einfach nicht mehr. Da würde ich sagen, jetzt ist das Spiel offiziell draußen. Das heißt, wir können hier auch mal ein bisschen was anderes nehmen. Da ist so RWB, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Martini an sich auch nicht. Also da kommen jetzt schon bessere Designs bei rum. Das hat hier irgendwie auch etwas. Ja, das Polizei, das passt nicht, was da vorhin gerade war. Ja, dieses Mal dürfte auch bei der Aufnahme wieder alles hinhauen. Ne, da findet man nicht wirklich was. Was ist denn beim aktuellen alles so drin? Ne, da würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Top 100. Machen die Kiste mal weiß. Haben wir mal ein bisschen was Neues drauf. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal. Begeben wir uns mal nach draußen und dann versuchen wir hier mal einerseits hier die Rennkategorien fertig durchzufahren. Hier haben wir nämlich wieder eins Downtown LA Süd. Machen wir eine Blitzreise hin, das Ganze fahren wir dann gleich mal. Denn wir müssen wieder schauen, dass wir ein bisschen Kohle reinbringen. In diesem Rennen beeindrucken wird. Gewinnst du, versaust du es ihm. Sekunde. Theo hat eine Freundin? Ist er nicht mit seinem Wagen verheiratet? Der Mann steckt voller Überraschungen. Ich gewinne das Ding schon, keine Sorge. Da fährt ein Moped mit. Es wird Zeit für dich, RWB for the win hier. So, da kommen wir ran hier ins Moped und da sind wir auch durch. Jawohl. So läuft das hier. Ja, das Problem, warum das die letzten Aufnahmen immer wieder Probleme gemacht haben, habe ich jetzt ausgefunden. Ich habe jetzt einfach mal die Festplatte formatiert. Ich hoffe, es gibt jetzt soweit keine Props mehr. Drei Runden geht das Rennen hier. Ist aber auf jeden Fall eine geile Strecke. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier so zur Sache geht. 5 Sekunden haben wir bereits. Prozent, wie ist denn hier das Ziel, bitte? Das war jetzt nicht so gut gefahren, aber egal, wir sind immer noch vorne. Da könnte man theoretisch abkürzen. Da vorne ist das Ziel. Na gut, hätte man sich fast denken können. So, da haben wir wieder ein bisschen was hier reingeholt. Star ist der nächste Rang, den wir dann haben. Darauf freue ich mich natürlich schon. Kehre zum freien Fahren zurück. Jawohl. Die Beute nehmen wir natürlich mit hier.
Fotoaufgabe in der Nähe Sparschwein. Gut, ich mach mal alle ein andermal. Ich möchte hier jetzt nämlich ein bisschen bei der Performance-Teile mal ein bisschen was ausbauen. Denn ich möchte den Ästen ein bisschen aufbauen. Damit dass wir mal wieder ein neues Auto haben. Weil jetzt sind wir so viel mit dem Porsche gefahren. Und wir haben ja hier noch was Schönes. Dementsprechend 171er Brems, das ist schon mal sehr gut. Steuergerät haben wir noch gar keins. Und da haben wir jetzt eine neue Waffe, würde ich mal sagen. Die auch optisch gar nicht mal so schlecht ist. Das setzen wir gleich mal als Favorit. Und hier drüben bei den Fliegern würde ich auch sagen, zumindest hier hauen wir die Performance-Teile rein. Weil die andere lässt sich sowieso nicht gut steuern. Ist da schon was drin? Ne, die ist sowieso auf Stock. Ist hier was drin? Komm raus hier, weil die ist nicht so stark, auch wenn sie geil ist. Aber die Stärke hat sie halt nicht so wirklich. Und dafür bauen wir die hier performance-technisch auf. Gut, da ist standardmäßig... Nee, warte mal. Doch, passt schon hier. Das Problem ist, wir haben halt hier jetzt dadurch, dass wir ein schlechteres Flugzeug hatten, eigentlich keine Teile gewonnen soweit. Wir können aber hier, glaube ich, genau hier, können wir auch noch ein bisschen umbauen. Das Ganze, nein, ich bin noch nicht ganz fertig, Kollege. Ich bin nämlich hier noch ein bisschen am Umbauen, so. Also da sind wir jetzt schon mal auf 111. Das ist schon mal soweit nicht schlecht. Ich glaube, das können wir schon ans Boot hier jetzt hernehmen. Ist zwar noch nicht das Maximum, was wir gerne haben würden, aber es ist nicht schlecht. Sagen wir mal so. Was haben wir hier? Downtown LA Flucht. Komm. Na gut, das bringt nicht so viel. Das ist eher noch die restlichen Straßenrennen fahren. Bevor dass wir dann auf Drift übergehen. Der Strip Nord. Tio Marquez ist der Champ. Und das hat einen Grund. Der Kerl ist eins mit seinem Auto. Er kennt es in- und auswendig. Und er ist perfekt auf seinem... Ja, sei eins mit deinem Schanken. Das macht ihn praktisch. Das ist immer meine Aussage in der Firma. Praktisch. Kinder unter 12 dürfen das Fahrerlager nicht betreten. Merket euch das. Da sind schon wieder Kaliber mit dabei. Macht ihr erst gar keine Hoffnung. Aber wir fahren hier immer in den Aston Martin. Alter, was ist denn hier los? Hier geht's mal rund, Leute. Komm hier raus, jawohl. Der Aston fährt sich geil hier, macht Laune. Russell Tio, also Tio ist schon ein bisschen zurück hier. Alter, was ist denn das für eine Strecke? Die ist ja richtig heavy hier.
Schon sind es 5 Sekunden, was wir hier Zeitvorsprung haben. Beschleunigen wir wieder durch hier. Dann haben wir 50%, also es ist ein 2-Runden-Rennen. Halleluja, ist das ein Dankesrennen. Also da kommt mir keiner hinterher. Das ist das verrückteste Rennen bisher. Aktuell holen sie wieder ein bisschen auf hier auf mich. Das wird sich wieder schlagartig ändern. So ist ein besserer Exit hier raus. Mit 250 Sachen durch Las Vegas. Zum Glück haben wir so einen großen Vorsprung. Und da vorne ist schon das Ziel. Und schön mit einem Drift drüber. Erster, Baby. Da kann Dio noch so hier drüber ballern als Zweiter. Ist scheißegal. Wir haben das Ding gewonnen und gewinnen auch wieder 2100 Follower. Jawohl, da haben wir wieder neue Teile gekriegt. Jetzt ist die Frage, bringen die sich auch was? Jawohl, 184, 149, 159. Da sind wir schon fast auf 160 vom Leistungsindex hier mit dem ersten Martin. Ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt ist die Frage, haben wir noch irgendwo so ein Rennen offen? Genau, eins haben wir noch. Das fahren wir jetzt auch noch. Und dann kaufen wir uns einen Drifter. Dann hätten wir, glaube ich, genügend Kohle, dass wir uns da auch was Ordentliches leisten können. Meistens geht's um amerikanische und japanische Autos. Aber vergiss die Europäer nicht. Die kommen verdammt schnell vom Fleck. Haben Monstermotoren und die allerneueste Technik. Ferrari, Porsche, Aston Martin. Europäische Wagen sind echt gefährlich. Jetzt sind wir auch hier im nahesten an Europa dran. Und ich fahre jetzt gegen lauter Europäer, oder? Ein Aston-Kollege. Sorry, aber ich bin schneller als du. Alter, was ist das für eine Kurve? Ja, geht gut voran hier. Aber wir sind überhaupt jetzt auf den Schienen unterwegs. Okay, läuft bei uns, würde ich sagen. Aber nur 2 Sekunden Vorsprung, das ist eigentlich so gut wie nix. So, wenn man das nach Hause bringt, ist natürlich schön. Da sind wir bei einer anderen Veranstaltung vorbei. Es wird ein 2-Runden-Rennen, Leute. Thank you.
Oh, das Handling von dem Wagen finde ich super. Genau, hier geht's wieder runter und dann kommt gleich die langgezogene Kurve wieder. Aber der Aston geht richtig geil vorwärts. Jetzt mal lieber einen mit Red Bull Branding, wenn ich ehrlich bin. Würde ja auch zum T-Shirt passen, was ich heute anhab. Schön hoher Luftstand auf den Schienen und ab geht die Post. Ja, der Abstand wird kleiner. Und da ist eine Straßenlaterne wieder weniger. Noch eine. Haben wir fast eine Ampel mitgenommen. Aber kein gefährdeter Sieg hier. 4,3 Sekunden und drüber über die Ziellinie. Dann geht's ja wieder zurück. 15.750 Credits gibt es dementsprechend wieder dazu. So, Performance, dann schauen wir mal hier. 189, so wollte ich sagen. 164, das bringt schon mal gut nach vorne hier. Guter Bremsweg erhöht sich, aber dadurch haben wir auch eine bessere Querbeschleunigung. Das Handling wird dadurch schwieriger, aber das ist egal. Das ist egal, Hauptsache wir haben ein besseres Auto. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier dementsprechend einen Drifter. Oh, die Reifen gehen gut beim Burnout. So. Falsche Taste, jetzt gehen wir mal hier kurz hier auf Start, suchen dann unser, ich glaube wirklich andere Events sind nicht mehr viel offen. Hier, Rally Raid. Komm, den fahren wir heute noch, dann fahren wir das nächste Mal mit den Driftern an. Auf einer Strecke wie dieser gibt's viele Hindernisse. Als ich hier gefahren bin, hatte ich immer ein Auge auf die Distanz, um vorauszuplanen. Das ist ein Gratis-Tipp, beherzige ihn, wenn du so gut sein willst wie ich. Ich habe ein Auge auf dich, um zu sehen, ob du das schaffst. Kriegen wir schon hin. So, da oben ist der Start und dann schauen wir mal, wie es uns so hier im Rally Raid geht. Hoch hier. Die Vorgabe ist schön weit zurück, so muss das. Ja, die Berge, die sind schon geil gemacht hier, wobei die Grafik natürlich hier, der Detailgrad nicht ganz so super ist. Aber naja, es gibt Schlimmeres. Aber das Hauptschild ist nicht umfahrbar. Gut, das war jetzt alles andere als super. Ich bleib hier rüber ran hängen aktuell. Komm!
Das Ding geht hier gleich mal ordentlich zur Seite. Und ob das jetzt hier die optimale Routenwahl war, ich bezweifle es. Oh Gott, war ich hier kürze zusammen. Und da vorne ist schon die nächste Zwischenstation. Und dann werde ich wohl hoffentlich wieder eine bessere Linie finden. Bei 820 Sekunden voraus, das ist wenig. Das ist nicht so ganz mein Anspruch. Wobei das Auto ist auch nicht wirklich das stärkste. Siehst du, was passiert, wenn du auf mich hörst? Du sahnst ab, also weiter so. Also zum Schluss runter, das war echt krass. Halleluja. Das Zielstadion ist auch mal richtig geil. Sieh dich an, Rookie. Du bist der aufstrebende Stern am Offroad-Himmel. Das wird eine große Sache für mich. Ich und auch für dich. Ich wünsche euch allen einen guten und sicheren Renntag. Bärenauslese, halte nach einem Bärenausschau. Dürfte auch nicht so schwer sein, hier im Wald irgendwo einen Bär zu finden. Sonst läuft mir ja auch so oft einer über den Weg. Ah, kaum braucht man einen, ist keiner da. Fotoaufgabe in der Nähe, geistreich. Nee, das ist jetzt ein anderes Tier gewesen. Ein Elch soll man auch noch fotografieren kommen. So, da drüben ist einer. Schnappschuss, Foto gespeichert. Geistreich. Foto aufgenommen, wie viel kriegen wir dafür? 15.000 für ein Foto. Warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Naja, egal. Wir suchen noch ein Rennen. Eins fahren wir noch. Hier gibt es noch einen Rallye-Raid, der nicht gefahren wurde. Dann würde ich sagen, bestreiten wir den auch hier in der Wüste. Nichts als Felsen und Sand. Soweit das Auge reicht. Die reinste Wildnis. Was ist denn das für eine Kacke? Ist doch geil hier, die reinste Wildnis. Und damit sogar schon 60er Index. Bei unserer Mercedes X-Klasse. Die braucht übrigens mal ein neues Design hier. Wenn jetzt hier noch so langsam rumgammeln, ist auch nicht so meins. So. Ich komme besser weg wie der Red Bull-Typ. Der fährt nicht Vollgas. Das kannst du mir nicht erzählen.
Was das jetzt war, weiß ich nicht. Ich glaube ein Esel. Aber gut, da vorne ist das nächste Ziel. Da werden wir gleich mal durchballern. Dann hoffentlich schon mal 10 Sekunden in etwa vorne sein. Ja, 10,5 sogar. Jetzt bin ich scheiße zusammengefahren. Ja, da verfahrt man sich schnell mal, glaube ich. Also eine Abzweigung, falsch nehmen und schon ist alles mehr oder weniger vorbei hier. Da hat er jetzt ordentlich aufgeholt. Einmal hier unter dem Felsen durch. Dann haben wir hier eine Bäume, die wir ausweichen müssen. Aber das ist an sich ein leichtes Ziel. Haben wir nur 100 Meter noch. Komm, gib ihn. So, 83% bereits und 29 Sekunden Vorsprung, trotz den riesen Fehlern. Also da wäre auf jeden Fall, glaube ich, knapp eine Minute drin gewesen. Und das wird es auch alles andere als Zeitsparen, sage ich mal. Und das war super getroffen. Ja, über 30 Sekunden, das ist schon mal gut. 36 Sekunden hier rausholen, ist auf jeden Fall akzeptabel. Ich würde sagen, das war's jetzt aber für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung da. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.